Mir ist auch mal so aufgefallen, ihr Männer, ihr habt so eure Strategien, ne, um sexy Time zu bekommen. Ne? Zum Beispiel ist mir mal aufgefallen, jede Massage wird immer zu einer sehr intensiven Po-Massage. Ich wusste nicht, dass man so viele Verspannungen im Po haben kann. Und nach ein paar Minuten denkst du so, wo kommt die dritte Hand her? Und die Kamera, was ist hier los? Dann gibt es auch so die umgekehrte Psychologie benutzen und sowas, sagen wir, ja, wir müssen heute auch keinen Sex haben, wir können einfach noch ein bisschen kuscheln. Genau, und nach 3 Minuten denkst du so, Alter, du hast eine Latte, hast mir in den Hals gebissen und bist in deine Unterhose gekommen. Was ist deine Definition von Kuscheln? Und wie verstört sind deine Kuscheltiere? Da gibt es auch noch die ganz Raffinierten, die dann sowas sagen wie, ja, soll ich dir mal meine Wohnung zeigen? Ne? Und früher, ich war so ein bisschen naiv und ich war auch eh gerade auf Wohnungssuche, also bin ich einfach mal mit. Und nach 3 Minuten war ich einfach nackt. Und ich dachte mir so, das ist trotzdem noch die zweitbeste Wohnungsbesichtigung diese Woche. Einer meinte auch mal zu mir, Maria, fühl dich einfach wie zu Hause. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Erstmal fett gefurzt. Genau. Bin aufs Klo, hab den Abfluss mit meinen Haaren verstopft. Und der ultimative Move, kacken und nicht lüften. Und er ist so rein, war so, Maria, hast du nicht gelüftet? Ich war so, oh sorry, ich hab deine Ex-Freundinnen gesehen, ich dachte, du stehst auf Scheiße. Aber wir Frauen, wir haben natürlich auch so unsere Strategien, ne, um das zu bekommen, was wir wollen. Ne? So am Anfang von einer Beziehung, da geben wir uns noch so richtig Mühe, duschen uns, schminken uns, tun so, als hättet ihr ein Riesending. Oh mein Gott, 3 Zentimeter, Gott, verschon mich. Und erst, wenn wir so das Gefühl haben, dass ihr so emotional an uns gebunden seid und dann nicht wieder rauskommt, ja, dann zeigen wir unser wahres Gesicht, schminken uns ab. Mein damaliger Freund hat mich ein bisschen zu früh ungeschminkt gesehen. Der hat einfach so bei mir geklopft. Ich habe ungeschminkt die Tür aufgemacht und er war so, hallo kleiner Fratz, ist denn deine große Schwester zu Hause? Anfang von der Beziehung, da sagen wir auch noch so Dinge, die wir absolut nicht so meinen, einfach so, um cool zu sein. So, ja, ich bin auf der Suche nach was Lockerem. YOLO. Lieblingskörperteil? Hoden. Ja. Lieblingsstellung? Angry Pirate. Eine Freundin von mir meinte mal zu mir, Maria, du musst den Typen von dir abhängig machen. Seitdem schmier ich mir jetzt immer so ein bisschen Hero auf die Klit. Spaß! Spaß! Aufs Arschloch. Der Witz kommt nicht in die Aufzeichnung, der war nur für euch. Aber wir Frauen, wir haben auch so einen kleinen Vorteil, ne, gegenüber euch Männern. Ne? Weil wir sind so mit unserer Vagina, wir sind so in einem Team, aber ihr seid mit eurem Penis die ganze Zeit so in einem Kampf. Ne? So, wenn ich einen hübschen Typen sehe, bin ich so, ey Süße, schau mal da, get wet, streu mal ein paar Pheromone, wir werden heute gefüttert. Ne? Und dann macht sie das auch, ne? Aber bei Männern ist es immer so ein Kampf. Und so, ey Bruder, nein! Bruder, nein, doch nicht hier! Bruder, nein, wir sind auf der Beerdigung von Oma! Ne, und dann, wenn sie sollen, dann können sie nicht so, hey Bruder, come on, jetzt ist der Moment. Na los, Bruder, come on, stand up! Ne, und ich weiß noch immer nicht, wie ich reagieren soll. Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir irgendwie einen Tee bringen oder so? Oder ein Kinderfoto von mir zeigen? Was brauchst du? Den streichen wir auch. Ach ja. Ja, ich rede viel auf der Bühne über Sex, aber ich hatte sehr lange Zeit in meinem Leben, hatte ich gar keinen Sex und ich hatte dann auch trotzdem auf der Bühne über Sex geredet, einfach so als Kompensation. Ich hatte einmal so eine ganz lange Phase keinen und es war dann irgendwann so schlimm. Ich war dann mal beim Frauenarzt und ich hatte gar kein richtiges Anliegen. Ich wollte einfach mal wieder berührt werden. Ich weiß, es ist jetzt nicht der beste Ort dafür, ja, da gibt es bessere,
zum Beispiel eine volle U-Bahn oder der Backstage-Bereich von Luke Mockridge. Auf jeden Fall war ich dann so beim Frauenarzt und ich war so, hey, ich habe mir einen Tampon reingeschoben und ich kann ihn nicht mehr finden. Können Sie vielleicht mal nachschauen? Ich habe dann so angefangen, mich abzutasten. Ich war so, ja, ja, genau, da ist er. Genau, da ist er, bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts, bisschen tiefer noch. Rutschen noch ein kleines Stückchen vor, ja. Genau, da ist er noch ein bisschen tiefer. Ach, wisst ihr was, nehmt einfach gleich die ganze Hand. Ja. Ja, da war kein Tampon. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr froh, dass diese Dienstleistung von der Krankenkasse übernommen wird. Jedem empfehlen. Ich habe dann dem Frauenarzt dann auch noch eine Nachricht geschrieben. Hey, war voll schön vorhin. Wiederholungsbedarf. Das Arschloch hat einfach nicht geantwortet. Hab mir dann noch eine Nachricht geschickt. Wow, ich wusste sofort, dass du so einer bist, bei dem die Frauen rein und rausgehen. Ich dachte, das mit uns wäre was Besonderes gewesen. Ich habe mich dir voll und ganz geöffnet. Wieder keine Antwort. Ich bin dann zu seinem Haus gefahren. Hab sein Haus mit Eiern beworfen. Keine Sorge, die waren unbefruchtet.